Wahrscheinlich kennst du ja auch unsere Chemistry Competition. Dabei sollst du einen mintigen Weihnachtsbaum bauen. Du kannst dir vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, was du dabei jetzt machen musst. Und deswegen werde ich heute für dich einen mintigen Weihnachtsbaum bauen. Und ich habe keine Ahnung von Chemie. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Okay, los geht's. Gleich geht's los. Als erstes baue ich jetzt hier mal unseren Baum zusammen. Ja, meine unteren zwei Kugeln, die färbe ich jetzt ein, und zwar mit Phenolphthalein. Jetzt nehme ich Prothymolblau und dann sollte das gelb werden. Oh. Naja, also es ist rot. Als nächstes habe ich jetzt das hier, das habe ich schon zusammengemischt und das wird jetzt noch als blaue Farbe unser Baum ergänzen. Lass ich das mal kurz beruhigen und dann fülle ich das ein. Jetzt mische ich hier eine richtig coole Lösung zusammen, die dann hoffentlich fluoreszieren wird. Jetzt muss ich das ein bisschen schütteln. Ups. It was at this moment that he knew. He fucked up. Also eigentlich hätte das da drauf gehört. Naja, also jetzt haben wir zwei, die immerhin ganz schön aussehen und eins, was irgendwie nicht fluoresziert. Naja, dann kommt jetzt das nächste. Das hier ist jetzt HCl-Konzentrat. Sehr schön sieht das doch aus. Das riecht irgendwie ein bisschen streng. Also eigentlich sollte das jetzt blau sein. Wir jetzt noch eine grüne Kugel. Wow, okay. Naja. Also grün ist die Kugel geworden, irgendwie. Naja, so richtig schön ist der Baum irgendwie nicht geworden, aber jetzt machen wir noch was richtig Cooles. Schütteln wir nochmal. Zerrissen, aber doch elegant. Wieso nicht? Das bin ich. Jetzt schauen wir wenigstens mal, dass wir das hier noch schön hinkriegen. Ist das, glaube ich, nicht genug. Schütteln wir mal noch ein bisschen nach. Ups. Schon wieder. 2 Stunden später. Wird das nochmal irgendwann was? Okay, scheinbar ist die Reaktion doch noch was geworden. Also immerhin eine von 6 oder so. Ich wette, du kannst es auf jeden Fall sehr viel besser als ich. Viel Spaß dabei.